Thank you.
So, einen schönen Sonntag euch allen und willkommen zum Retro-Stream. Zum ersten Mal seit, glaube ich, über 5 Wochen. Hey, wir haben es ein bisschen vernachlässigt zugunsten von Evil Within. Das gibt es dann morgen wieder, Evil Within 2. Heute aber gibt es mal wieder Retro mit diesem Spiel. The Super Mario Advance, aka SMB 2. Das Spiel mit der geilen Sprachausgabe. Mit Toad, der sich hier einen abschreien wird heute. Bin mal gespannt, wann mir es auf den Sack geht. Wahrscheinlich schon in Level 1.2. Naja, ansonsten gibt es hier einige Neuerungen, die da zugefügt worden sind. Ich bin immer gespannt. Ich kenne es jetzt nur so ganz grob gespielt. Selbst habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Deswegen bin mal gespannt. So, die Änderungen zu den vorigen Versionen auf dem NES und auf dem Super Nintendo. Da scheint es ja einiges zu geben. So, dann gehen wir direkt rein ins Ding. Controller ist angeschlossen. Muss nur noch das Ding starten. Yay, let's go. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber das müsste eigentlich... Müsste okay sein so. Hauptsache, ich hab's laut auf den Ohren. Gott, ich bin doch wahnsinnig. So. Raus mit den Büscheln. Genießen wir erstmal das schöne Intro. So, Auftakt zur großen Game Boy Advance-Reihe mit Super Mario Advance. Gab es ja 4 Teile. Die zocken wir jetzt alle in der nächsten Zeit mal durch. Und der Anfang macht dieses Juwel hier. Von 2001. Genau. Gute alte Zeit. So. Let's go! Und der Chris ist am Start. Wunderschönen Abend. Auch wieder wach. Im Milanese. Ging ja heute Nacht bis um kurz vor vier, glaube ich, haben wir gemacht. Oder kurz vor 3. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ging jedenfalls sehr lang. War auch ziemlich im Arsch am Schluss. Super Mario, du! Aber irgendwie merken wir. Mittags nochmal kurz gepennt. Kurz vor 3. Glaube auch. 2.40 Uhr? Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3.40 Uhr war, aber ich glaube, es war 2.40 Uhr. So. Halb 4, weil ich im Bett war. Ja, ich muss noch eine Kleinigkeit essen. Ich hatte noch Hunger danach. Wenn ich gepennt habe, war es auch kurz vor 4. Dann war ich schon wieder wach um 8:30 Uhr. Und dann heute Mittag auch nochmal kurz gepennt. Oh, wieder ein cooler Stream hier. Die Spiele waren nicht ganz so geil teilweise, aber... habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier die geilsten Juwelen da spielen. Muss ja nicht sein. Wäre ja langweilig. Jo. Wow, ist der groß. Big Shy Guy. Oh. Die lassen ja sogar Herzen fallen. Man kann sie auch einsammeln. Man kann, muss aber nicht. Gott, was ist das denn hier? Ja, alles neu. Cooler Stream. Die suchen gerade deswegen solche Games aus. Ja, auf jeden Fall. Slayer hat ja da die 2 empfohlen. Da muss ich auch diesmal recht geben. Freakout war echt ein Scheiß. Und dieses Mantra war nicht viel besser. Es war wirklich Crap. Die haben wir da postwendend zurückgegeben. Habe ich jetzt auch Erstattung heute Nacht bekommen. Bei Steam steht ja noch ausstehend. Da steht zwar schon der Betrag, aber es ist noch nicht verifiziert irgendwie. Das dauert dann meistens nochmal einen Tag mehr oder so. Alter Toad hier. Shut up! Ja, Devour ist... Das wird, glaube ich, auch nicht mehr besser. Macht überhaupt keinen Spaß mehr. Na, guck mal, was machen wir. Es gab ja auf meiner Wunschliste noch ein Koop-Horror-Spiel. Weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das hieß. Das kann man mal irgendwann demnächst probieren.
Weiß aber nicht, ob das gut ist. Grafisch sieht es auf jeden Fall ganz nice aus. Verreck, ja jetzt schon. Oh, Touch. Müsste demnächst verfügbar sein. Nee, das glaube ich ist jetzt schon verfügbar. Das, was ich meine, gibt's jetzt schon. Ich habe nur gerade vergessen, wie es heißt. Ich vergesse immer die Namen von den Spielen. Wie so ein Aasgeier schreit der hier. Jesus. Nimm gleich jemand anders. Und hoi, Clown Peace. Clown Peace war gestern auch da. Schönen Sonntag. Ach komm. Der hat aber auch einen Sprung verhalten wie ein Ochs hier. Wie der Ochs vom Berg hier quasi. Das Guthaben. So, ich dachte, du meinst eben das Spiel. Guthaben. Ja, morgen denke ich mal ist es da. Könnt meinen, ich hätte noch nie dieses Spiel gespielt. Wobei diese Version wirklich, ja, bin ich nicht so erfahren. Obwohl die spielt sich eigentlich ziemlich gleich wie früher. Wie die Vorgänger. Aber man könnte meinen, es ist was komplett Neues für mich. Ich habe gerade auf Instagram ein Bild vom hier Fortress of Fear reingestellt. Habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Spiel auch mal durchzuspielen. Und sieh an, ich habe da auch ziemlich gefailt. Ich bin bis zum Endboss gekommen und bin dann gestorben. Ich hatte zu wenig Leben über. Bin nur mit 4 Leben zum Boss gekommen und das ist meistens mindestens 1 zu wenig. Naja. Servus Magus. Magus war in Manta Manta 2 gestern. Da haben wir ja im Stream noch drüber gesprochen, dass das ja nicht so unser Geschmack ist. Liegt aber dran, dass ich Til Schweiger jetzt nicht so der Til Schweiger-Fan bin. Gut. Witz und Hommage an Teil 1, okay. Aber dir gefallen hat, ist die Hauptsache. Hat er seinen Sinn hier gehabt. Weil ich auch sagen muss, den ersten Teil, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wenn so Autofilme aus den frühen 90ern, gucke ich lieber Go Trabi Go oder noch besser Superstau. Das ist natürlich episch. Gemüse? Gemüse brauche ich keins, du. Den Nudeltil. Ja, der polarisiert, kann man schon sagen. Oha. Das war auch neu hier in der Version. So, ich nehme mal den Trank mit. Alter. Hier Gemüse hin? Ich weiß nicht wo. Da ist ein Pilz, hey. Boah, jetzt haben wir sogar 5 Herzen. Ich glaube, das konnte man im Original gar nicht so viel einsammeln. Das ist wieder so eine Noob-Version. Früher war das natürlich alles viel schwieriger. Wir können auch irgendwelche Münzen einsammeln, aber da habe ich jetzt nicht alle gefunden. So zusätzliche Challenge. Muss ohne Warp Zone, sonst ist das zu schnell vorbei, der Stream. Wobei, wir haben ja dann, ich will ja alle Advanced-Teile durchspielen. Und die sind ja total durcheinander gewürfelt, also Advance 1 ist Mario Bros. 2. Advance 2 war dann auf einmal Mario World. Advance 3 war Yoshi's Island. Freue ich mich am meisten drauf. Und Advance 4 war dann auf einmal wieder Mario Brothers 3. Da ging es wieder zurück. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Gott, Birdo redet sogar. The Birdo.
I remember this. Hi Clown Peace. Achso, du warst schon da. Sorry. Nur ein bisschen. Hat zu wenig Schlaf, glaube ich. Zu wenig Schlaf. Birdo konnte erst hier reden. Vorher konnte der nicht reden. Erst mit der Advanced-Version. Und wir können auch unser Bett hier erhöhen. Gibt dann wahrscheinlich so einen Multiplikator, hä? Das konnte ich doch früher mal. Auf dem NES ging das irgendwie leichter. Hab ich regelmäßig hier die Maximalleben rausgeholt. Das haben sie fieser gemacht. Annehmen nicht. Und der Tino, servus. Schönen Sonntag. Bei Mario World gibt's auch. Ich glaube, die haben aber sehr viel Kritik bekommen, weil das einfach zu viel Sprachausgabe ist. Das Spiel labert einem ja geschwindlich. Und ab dem zweiten Teil wurde es dann ein bisschen reduziert. Und dann sagt Mario nur noch ab und zu so, just what I needed. So, ich nehme mal die. Princess. Princess Peach of Toadstool. Getrunken habe ich auch. Nee, zu viel. In der Flasche Amaretto ist noch ein Rest drin. Zwei Dosen Monster. Amaretto habe ich auch noch Rest in der Flasche. Aber ich habe noch ein Monster mir heute aufgemacht, aber ohne Amaretto. Er hat vielleicht ein bisschen mehr wach. Ui. Das sieht schön aus, das Spiel. Kann man nichts sagen. Ganz hübsch, soweit. War hier nicht eine Warp Zone, ganz da am Ende. Aber darf ich ja keine nehmen. Ne? Für ein Handheld-Spiel kann man nicht meckern. Hat's ordentlich gerade. Ach Gott. Bip, 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 bip. Bah. Kino war voll. Beide Abendvorstellungen ausverkauft. Jesus. Oh, süß. Lucky. Oh, hier waren die ganzen. War hier nicht die Bomben? Die Bob-Bombs? Ja. Aber das sind keine Bob-Bombs, das sind Standardbomben. Aber die Bob-Bombs kommen, glaube ich, auch noch in dem Spiel vor, soweit ich weiß. Das war ein Schniffit. Ein Schniffit. Eieiei. Ah, ah. Du blöder Sack. Weg. Auch doch hier. Ich muss doch das zerstören, weil da glaube ich ein Pilz ist. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Natürlich, hier ist die. Hier ist das komische Glas. Okay. Ja, aber der Pilz war da. Das ist die Hauptsache. Explosion Animation. Die Explosion Animation. Wer ist das? Das war ein geiler Sprung hier. Das war Skill. So, wo waren hier das? Warte mal, das war ja gar nicht hier. Prinzessin ist natürlich schlecht hier, weil die so langsam buddelt. Jetzt, wo wir hier gerade so viel gleich ausgraben können an Münzen. Dum, 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 dum. I got it. I got the Ausgang. Eingang. Immerhin. Macht der Akku sauber, öfters mal Speedruns von dem Spiel. Da robbt er das aber hier in 7 Minuten, glaube ich, durch. Birdo, Birdo. Noch der leichte Birdo. Nachher kommt nur der Feuer-Only-Birdo. Ausgabe ist sehr, sehr erdrückend. So kann man es nett formulieren, ja. Eieiei.
Warum muss ich den früher drücken? Jetzt aber. Ah, zu früh. 3,7er. Das ist Momentum ein bisschen anders als auf dem NES damals. War zu spät. Ah, ja. Weiß, wann man drücken muss, aber es ist schwer zu reagieren. War wieder zu spät. Gemüse. Eigentlich muss ich drücken, wenn es vorher ist. Ernte. Echt nicht mehr. Einfach. Cake? Komm, 7. Ja, es gibt immerhin ein Leben schon mal. Ja. Besser als nix. Besser als gar keine. Dann lieber gar keine, muss ich sagen. Luigi! Ja, Luigi, der hat gerade bösen. Lassen wir das. Hat gewunken. Lieber gar keine, da kann man sich aufs Spiel konzentrieren. Guck mal, Lucky, Lucky, das ist doch nicht gut hier. Man, die rennen und springen hier durch die Gegend. Normal können die gar nicht mehr reden, so müssen die außer Atem sein. Deswegen wundert mich, dass die noch so Gespräche sind. Sehr, sehr komisch. Hui! Ab! Mamma mia! Der spricht aber auch witzig. Oh, die Riesen. Die Riesenknolle. Lucky, Lucky, Lucky. Du. Den gibt's hier aber nicht. La Lucky. La Lucky. Schon witzig hier, was die von sich geben. Eieiei. Ist hier nicht der Pilz gewesen? Glaube ja. Wow, das war mal knapp. Gerade noch im letzten Moment bin ich zurückgesetzt worden. Sonst wäre ich... Man kann nämlich auch in der Bonuswelt sterben. Geil. Jesus. Hätte ich mich nicht gewundert. Hier ist die Warp-Zone eigentlich. Genau, wenn man in die andere Welt geht und dann hier in die Röhre, wird man geworbt in Welt 4. Wo ist das? Was eine geile Sprunganimation hat denn der? Hep. Das sind auch so Vasen, wo im Originalspiel gar keine waren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da auch eine stand. Irgendwelche Zusatzdinge. Ach, Mann, rutsch doch. Der steuert sich ein bisschen. Cake. Wow. Geile Effekte mit diesem Stromdinger. Nicht schlecht. Dum, dum, dum. Gehen wir hier hoch damit. Für nix. Oh. Er wirft aber auch nicht ganz so optimal. So, jetzt kommt der Fanto, oder wie der heißt. Tja. Luigi ist hier nicht so. Hier wird Toad wieder besser. Der schreiende Toad. Der schreiende Toad. Wow. Nein. Autsch. Arsch verbrannt.
das Dorf in Resident Evil zu schaffen. Möchte mal wissen, was man machen soll, wenn eine ganze Flut an Gegnern auf einen zukommt und dann noch der Kettensägen Fuzzi, null Chance, das zu überleben. Man kann gar nicht so schnell nachladen, wie die auf einen eindreschen. Es erinnert mich an Resident an Evil Within. Auf normal. Tod war immer der Lieblingscharakter. Weiß nicht, der war mir immer so ein bisschen suspekt. Nein. Mamma mia, diese Spitzen. Haben sich gebohrt in Arsch. Den ganzen Abschnitt jetzt. Alter, nein. Und wieder als kleiner Frockel hier. Ist aber nicht gut. Oh, au. Das wird schwierig. War nicht so einfach. Ich hatte das Spiel leicht in Erinnerung. Und dachte ich mir, die GBA-Version, die ist nochmal ein bisschen entschärft. Schwerste Version ist ja die hier des Doki Doki Panic. Dann kommt die NES-Version, dann kommt die All-Stars-Version und dann kommt eigentlich diese. Aber ich fehl gerade massiv bei der hier. Das ist komisch. Hui, geschafft. Nein. Der rutscht halt auch sehr. Ach, guck mal. Aufgetankt. Cool. Ich mochte diese Musik immer in den Höhlen hier. Die ägyptische Höhlenmusik. Ich nehme jetzt tot. Reicht jetzt. Verdächtig ist er, genau. Aber massiv verdächtig. Er ist irgendwie so der heimliche Boss des... Der ist der Boss sogar noch von Bowser. Denke ich mir mal. Ich hab doch geworfen, der... Junge, Junge. Bin diese Version echt nicht gewöhnt. Gib mir da... Jesus, Shy Guys. Wow, zwei Leben sogar. Durch diese Combo bekommen. Das gab's im Original auch nicht. Da ist das Spiel wieder nett. Noch diese Power-Ups, die man öfters mal bekommt. King Kalitz, den gab es auf dem NES nicht damals. Oha. Yay. Der rutscht schlimmer, auf jeden Fall. Also der ist ein bisschen geschlittert in der NES-Version und so, aber hier haben sie das ein bisschen... Haben sie die Schmierseife verdoppelt. So, wir haben den Mauser. Den Mausi. Was sagst du? Add some bar. Boah. Wie ist das? Boing. Das war nix. Bisschen weiter rechts. Könnte gehen. Zack. Mauser mit der geilen Sonnenbrille. Ach, fang doch mal die Bombe. Auch mutig, eine angezündete Bombe einfach mal so aufzufangen. Ich würde mich das nicht trauen. Ciao. Arabisch. Auf Arabisch. Arab. Ist da noch was? Thank you. Yes. Das war Welt 1 gerade mal, glaube ich. Spielen wir das nochmal. Muss bei der zweiten Walze mal ein bisschen früher drücken. Na? Ah, das war eins zu früh. Kick. Ich
bin ich genau zu früh. Eben zu spät, jetzt zu früh. Blödes Ding. Warum der letzte wird's jetzt? Drecksmaschinen. Beschiss. So, nehmen wir mal Mario. So der Allrounder immer. Er hat von allem etwas. Nichts Besonderes, aber auch nicht schwach. Das haben sie bis heute eigentlich so gemacht. Wenn so Mario Sportspiel ist, Mario ist immer der, der alles so mittelmäßig kann. Von allem gut, aber von nichts perfekt. Aber auch nicht schlecht. Oh, ne Goku auch schon wieder wach. Jesus. Servus. Oh. Der Wüstenwelt kannst du alle nehmen, außer Luigi und die Prinzessin. Da muss ich die Prinzessin eigentlich nehmen, ja. Wow. Luigi ist da ganz hilfreich. Hey, gibt's da noch so eine Welt mit so vielen Abgründen nachher? Da ist eigentlich die Prinzessin gar nicht schlecht. Und als Kind habe ich das Spiel eigentlich nur mit der Prinzessin durchgespielt. Größtenteils. Mario habe ich eigentlich nie genommen. Meistens Prinzessin und ab und zu Luigi. Ach komm, wirf doch mal gescheit, du. Jö. Nette Kombination hier. Thank you. Den nehme ich jetzt einfach mal. Einfach mal mit. Uiuiui. Ui, ui. Lange. Sag schon, wenn die Münzen alle einsammelt, gibt es da so ein Sonderlevel. Mach, ist Ansichtssache. So gegen 4 ins Bett, um 8 wach geworden. Fast wie bei mir. Fast wie bei mir. Och, guck mal. Da kommt die Nostalgie wieder hoch. Bei der PlayStation 1, hä? Mario hatte man damals schon genug. Da wollte man einfach die anderen nehmen. War das erste Mal, dass man sich so einfach mal aussuchen kann, mit wem man spielt. Ein Riesen, weiß gar nicht mehr, wie der Stern hieß. Werden wir vielleicht noch, falls wir das heute schaffen, im Abspann sehen, wie der heißt. Und bin ich froh, dass ich jetzt nicht tot genommen habe. Der schreit ja wie am Spieß bei jedem Mal, wo er hier rumbuddelt. Ninji! Ach, gibt Leben! Sollte ich mal vielleicht dran denken, die öfters mal einzusammeln. Leben können wir haben nur 6 Leben. Und für ein Mario-Spiel ist das sehr wenig. Tschüss. Oh Gott. Noch ein Leben. Die Musik ist schön hier. Die ist neu hier in der Version. Sterntyp. Sterntypens. Wie ist es? Hi. Thank you. Wow. Gott, das will. Auf dem Ei wollte ich gerade nicht stehen. Klingt auch komisch. Ist aber so. Zack. Nicht Pause. Schmeißen. Oh, Mario ist gar nicht schlecht. Wollte ich gerade sagen, ich vergesse lieber das, was ich gerade sagen wollte. Okay. Aber ich gebe ihm noch eine Chance. Oh.
Das passt. Das passt. Jetzt passt. Das war jetzt Beste. Das ist ja fast so schlimm wie bei Sonic hier, Sonic 2, am Ende von der Industrial Zone da, oder wie die heißt. Chemical Plant. Da gibt es danach im Boss auch noch so komische Klappen, wo runtergehen. Wie oft ich da noch abgestürzt bin. Nach dem Eggman da. Birdo ist übrigens auch irgendwie ein Eggman. So, jetzt springen. Nochmal springen. So, wie in der Grundschule da. Jesus. Nochmal probieren hier. Den Shit. Hm. Dankeschön. Ja, ich weiß. Zu spät. Nee? Oh. Das ist unfair. Das ist wie im echten Leben. Diese Maschinen bescheißen, wo sie können. Wo sie können. Konzentration. Das war zu früh. Gucken wir mal, ob das heute nochmal gelingt, eine dreifach 7 zu erwischen hier. Und überhaupt was dreifach? So nicht. So, nehme ich die Prinzess nochmal. Darf jeder mal dran. Nicht bescheißen würden, wenn alle Casinos pleite. Das ist so, ja. Ist eine Tatsache. Oh, gräbt die langsam. Die läuft ja also in den Panzer hier rein. Yay. Die Schlange mal im Sand weggekrötet. Ja, ist auch kacke. Wenn der Boss besiegt ist, ist der Boss besiegt, hä? Da freut man sich schon und dann kommt hier so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man noch verreckt. So wie jetzt in dem Moment. Aber jetzt war es die eigene Blödheit. War es nicht mal ein Abgrund. Du. Komm. Thank you. Oh, cool. Das war auch mein Level, was ich geliebt habe hier. Lucky, lucky. Lucky, lucky. Sehr schön. Die schreit aber fast genauso nervig wie Toad. Aber sie darf ja. Sie ist ja eine Frau. Die darf ja eine helle Stimme haben. Kürbis. Werfen tut's allerdings ein bisschen schlecht. Also ich. Uiuiui. Jetzt geh doch mal hier weg, fast. Die Stelle gefällt mir nicht. Nein! Jetzt verschwind. Alter! Evil Within hätte schon weniger Stress gehabt als hier. Ich habe so lange kein Retro mehr gespielt. Ich musste mich erstmal erholen. Bomb. Bomb. Die Biene Maya mit der Mistgabel. Die Bäuerin Maya. Ah, guck mal. Ah, rein da. Rein da! So, wieder Münzen fürs Casino. Fehlt das noch? Ich hoffe. Also jede Münze mitnehmen hier. Ab.
Deal da, du, du, du. Die Mine Baja. Und Pokey! Green Pokey in dem Fall. So, den Kopf lassen wir leben. Ach komm. Den einen Kopf nehme ich mit. Die da. Wie? Bitte? Aber wir kriegen ja sehr viele Power-Ups. Also das Spiel ist schon sehr gnädig. Nein, nimm doch das Power-Up mit, du... Roll ein. Gut, auf ein neues. Nochmal runter. Runter! Steuerung ist echt ein bisschen komisch teilweise. Ich weiß nicht. Morgen geht der Horror-Rage wieder los. Ah. Wir haben es ja deutlich entschärft jetzt mit dem Rage. Sag mal. Werf die doch mal ein bisschen weiter hier. Und power dich doch mal gescheit auf. Die wirft so dumm. Was denn mit der? Wirf den doch mal gescheit weg. Und der Stern, der Ninja scheint auch noch Spaß daran zu haben. So, jetzt haben wir endlich mal alle Energie. Machst du da? Ja, ich will meine Herzen auffüllen. Funktioniert nur nicht. Sabotiert wird. Alter! Geh weg! Juhu! 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 Hier ist es! Sehr schön. Thank you. Kommt ein Stern. Ich höre doch das Geräusch. Der hängt natürlich in der Wand fest, ne? Ah, nein! So. Oh, die Shy Guys alle platt. War das der richtige Weg? Ich glaube schon. Ich glaube, da war die Tür irgendwo da unten. Falls in der Version das nicht irgendwie abgeändert haben. Nein, aber die Münze. Was, glaube ich, nichts bringt, weil ich habe schon die dritte verpasst. Aber 8000 Punkte haben oder nicht haben. Das ist nämlich das Wichtigste. Yay. Ah! Geh weg. Fängt der schon wieder an. Die schmeißt halt. So. Oh, der rote Birdo da oben. Hoho! Okay, der war nice. Der ging schnell hier. Mit einem Wurf zwei Treffer kassiert hier, der Birdo. Wie weit willst du dich noch nach unten buddeln? Ja, bis zum Mittelpunkt. Ah ja. Zu spät. Das ist aber auch ein scheiß schweres Ding, nur. Bei mir nur 5 Leben? Gab es da nicht früher mal 10 für? Ich meine, auf dem SNES gab es mal 10 Leben dafür. Egal. Dankeschön. Ich könnte das wiederholen. Ja, das war zu früh. Bad Homburg in die Spielbank, ja. In der Nähe komme ich immer vorbei. Insider noch die halbe Pizza gegessen hat. Ich glaube ja. Ist nämlich nicht da heute.
Ich nehme mal wieder ihn. Luigi? Ich werde es bereuen, ihn zu nehmen, aber irgendwie. Ja! Was macht der für Geräusche, wenn der von einem Gegner berührt wird? Das klingt. Klingt gut. Sag mal so, es klingt interessant. Lucky, lucky. Weiß ich jetzt nicht mehr, wo hier der Pilz war. Schon nicht irgendwo hier. Nee, eben nicht. Stimmt, der hat ja was in WhatsApp gepostet heute. Stimmt, stimmt, stimmt. Wegen der Steam-Gutschrift von gestern. Stimmt, stimmt. Das habe ich gesehen. Mhm. Muss so eine Biene Maya nehmen jetzt. Geht das? Mit Luigi nicht. Konnte man da nicht drauf mitfahren? Oder schafft der... Ach, der schafft's auch so. Das ist gut an Luigi. Mhm. Just what I... Ja! Just what I... Ja! Uah! Warum fliegen die da oben lang? Seit wann? Und warum? Schöne Reste. Die Woche. Da kommt. Kommt der Ausschuss drauf, genau. Der Döner Ausschuss. Klingt auch schön. Döner Ausschuss. Wie in dem Döner Ausschuss. Alter. Wo war denn hier der Pilz? War das hier? Maybe? Yes. Da war er. Ja. Bring doch mal. Sehr schön. Oh. Da können wir hier... Können wir hier Casino wieder... Spielen bis zum geht nicht mehr, du. Aber wir haben zu wenig Zeit. Dedü. Luigi ist noch mehr redselig als Toad. Fast, fast. Lucky Pokey. Boom. Wow. Geht auch gut ab hier. Schöne Punkte-Kombos kann man hier machen. Das finde ich ganz witzig. Was sie sich da haben einfallen lassen teilweise. Dafür sieht es aus wie die All-Stars-Version, aber die haben da so ein paar Neuerungen reingenommen. Das ist ganz witzig. Nix. Nix. Das ist nicht viel. Naja. Jesus, Phantos ohne Ende. Wo ist den ganzen Tag auf Pizza? Hunger? Dann bekommst du so eine Kackpizza. Ja, das ist echt wahr. Ja, weiß man nicht, was das war. Gestern mit der Pizza. Ich hätte die gern mal gesehen. Ich hätte mal ein Bild gesehen, wie groß die war. War ja so ein Riesenteil, habe ich gehört. XL. Wow, 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 wow. Kann ich aber, wenn ich Hunger habe, auch aufessen. Muss aber gut sein. Hm.
Jesus. Nein! Aua. Weg hier. Zu viele. Oh Gott. Nein! Stromding. Der hat auch irgendeinen Namen. Die hatten alle irgendwelche Namen, aber fast alle vergessen. Man merkt sich nur so Sachen wie Shy Guy und Birdo und Ward und Mauser irgendwie. Bei Ninji hat es schon aufgehört bei mir. Ja. Aua. Oh Gott, jetzt hänge ich unterm Schlüssel fest. Toll, toll. Und der Stern wäre jetzt ganz cool. Ist der noch da? Ja, ja, ja. Kannst du den Fanto damit eigentlich wegmachen, oder? Jetzt traut er sich natürlich nicht her. Komm, 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 komm. Ja! Ich hab den Fanto weggefantot. Schön. War auch nicht schlecht. Boah. Lucky, here I go. Ich hab schon wieder so eine Münze vergessen. Das ist schwer. Alter! Oh, diese Schlangen. Diese Schließschlangen. Fanto! Hat er eben gesagt, I'm a movie. Ich bin ein Film. Wow, boss time. Power up. Der weiß ich auch noch. Das ist der Triclide. Der will mich toasten. Toast. Der jodelt aber auch gut, wenn er getroffen wird. Stell mir so vor, wie sie da im Tonstudio stehen und diese ganzen Geräusche einsprechen. Das muss ziemlich lustig sein. Impossible. Der All-Stars-Version haben sie so nette Hintergründe drin. Wobei bei manchen finde ich die NES-Version schöner mit so dunklen Hintergründen. Das sieht manchmal irgendwie bedrohlicher aus, so bei so Welt 8 von Mario Bros. 3. Das finde ich da sogar ganz cool. Boah, mies, rollt er einfach eins weiter. Die blöde Walz. Schon wieder? Das ist der Beschiss. Jetzt sehe ich das selbst. Beschiss. Kann doch irgendwie mein Bett erhöhen hier. Genau. Ich mach mal. Ich wette mal 3 Münzen. Dreck. Oh, Jan Soft. Brauchst du 2 Promille. Eine Welt war in SMW. So grau fand ich als Kind schon verstörend. Ja, Welt 8 mit diesen Panzer-Levels da, der schwarze Hintergrund. Den haben sie in der All-Stars-Version, da war da irgendwie so eine Mauer im Hintergrund. Aber irgendwie so, hat nicht so gepasst, fand ich. Ja, der Schreihals. Thank you. Du, 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 du. Nein! Tod war hier, glaube ich, nicht so die beste Wahl. Oh, hier gibt es die 4. Dimension anscheinend. Ja, kommst du aus dem anderen Rand wieder raus? Sehr schön. So, freut euch auch. Nächste Woche. Nur eine 4-Tage-Woche. Ist doch nice. Das ist doch nice.
Manche haben sogar wahrscheinlich nur drei. Ui! Hätte ich mir eh sparen können. Ich habe die zweite ja schon verpasst. Der Teppichhändler wieder da? Was? Nun? Ja, klasse. Ja. Ich werde sterben. Nee, sterben nicht, aber wieder, wieder am Anfang landen. 2 4-Tage-Wochen, naja, ich leider nicht. Übernächste habe ich 5. Da ist April vorbei, dann ist Schluss. Dann wird es endlich wärmer, hoffentlich. Mal Zeit, dass der Frühling so richtig anfängt. Ja, heute wieder so ein Mist da draußen. Kalt, windig, Regen. Gut, dann kannst du wenigstens hier streamen, ohne dass du hier einen abschwitzt. Das ist der Vorteil wiederum an der Sache. Ups. Rutscht aber auch hier. Selbst Toadi rutscht wie... Mario. Mario hat die Power. So. Was ist denn das? Was ist denn das? Was heißt denn das? Ach, Sonnen. Ach, guck mal. Hat verschiedene Sachen drin. Cool. Gar nicht schlecht. Meine ich ein Pilz? Nächstes Mal so ein Dank. Oh Gott. Hm. Ich will nicht in die Röhre, nicht, dass es eine Warp-Zone ist. Ich will ja keine Warp-Zones benutzen hier. Wollen ja alles sehen. Auch hier kein Pilz. Eine Ü-Ei. Ü-Ei-Item. Ü-Ü-Item. Das ist schön. Ah. Ja, stimmt. Der ist ja auch wieder da. So, wir haben wieder ein Boss. Aha. Finish you off. War der Birdo in der Originalversion auf dem NES nicht wieder da, nachdem er gestorben ist? Den hast du kaputt gemacht und auf einmal war er wieder da, wenn du nach oben gegangen bist. Ist er respawned. Ich glaube, der war das. Mal gucken, ob das hier auch... Nee, das war sie gar nicht. Das kommt... An irgendeiner Stelle gab es, wo das passiert. Respawn Birdo. No. Boah. Ernst? Haft? Ciao. Sehr schön. Course clear. Mal 2 Münzen setzen. Den Stern kriege ich überhaupt nicht hin. Mit der 7 ist es irgendwie einfacher. Fallen mir auf. Aber trotzdem wäre mir noch schwer genug. Gelingt auch einmal im... Einmal in 100 versuchen. Here we go. So, 3-2 sind wir schon. Uiuiuiui, die Mistgabelbienen. Nein. Das war eins meiner absoluten Hasslevels hier früher.
Das war da komisch. Dein Ernst? Was ich das süß fand mit den Shy Guys auf den Bogies hier, auf den Streusen. Dum, 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 dum. Nein. Schmierseifen, Luigi. Ist wieder da. Was? Glaube ich, nehme mal nicht mehr Luigi. Franz Josef. Lösen Sie den Ministerpräsidenten aus dem Spiel. Ich verbitte ihn, den Namen unseres Ministerpräsidenten zu beschmutzen. Cake. Was ist denn das für ein Pau-Block hier? Ist ja krass. Würdest du mal gehen? Wow. Ganz viele extra Leben hier. Noch eins. Haben wir wieder 10. Haben wir ganze Leben zurückbekommen, die wir verloren haben. Ist ja traumhaft. Wo kommt denn der jetzt her? Der Todesschrei, der klingt echt unheimlich. Ladenbrot geworfen und die Elstern und Raben gefüttert. Die diebischen Elstern. Drei Leben für gewonnen, um 4 zu verlieren. Mal abwarten. Der Powerblock ist ja auch wieder da. Guck mal jetzt hier. 12. Hey, wir machen Plus. Wir machen Plus hier irgendwie. Ich würde jetzt Toads Stimme gern akkurat nachmachen, aber da kann ich morgen nicht mehr reden. Da stauche ich mir die Stimmbänder. Mal könnte man das echt zum Leben farmen benutzen. Ist aber peinlich, in einem Mario-Spiel Leben farmen zu müssen. Oh. Ah, ich glaube, das habe ich schon verkeckt. Da muss man doch schnell runter. Oder geht das noch? Oh, hier scheinen mehrere Bomben zu sein. Warte, NES-Version war hier, glaube ich, nur Gras. Wobei, nee, da ist ja nichts mehr. Nee, ich brauche mehr. Und da oben, das ist zu knapp mit der Zeit. Muss ich nochmal machen. Auch ein Grund, warum ich das Level nicht mochte. Da musste nämlich schnell sein. Das heißt, wir nehmen erstmal die hintere. Bomb. Bomb. Was eigentlich auch dumm war. Kann ich erstmal die oberen nehmen. Ah, das geht noch. Reicht das? Nein. Wie muss ich noch kaputt machen? Eine. Muss ich aber richtig schnell rennen. Ui. Na geht. Bäm. Bogies. Der Geier. Geierfeier. So. Thank you.
Bin ich überhaupt richtig hier? Das ist so ein komisches Labyrinth-Level. Glaube aber ja. Eine Münze habe ich auch schon wieder verpasst. Oh Gott. Bisschen später loslassen. Perfekt. Perfekt. Perfect throw. Dim, 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 dim. Und die Sonics? Die Sonics? Ob hier war der Pilz drin. Hoffe ich zumindest. Yes. Nein. Glück gehabt. Ich dachte, das klappt gerade nicht. Ja. So. Nein! Noch nicht so weit schmeißen. Shut up, Pilzkopf! Hi, hier gibt es wieder einen großen Boss. Kommt der nächste Mauser, glaube ich. Ui. Der fette und shy guy. Scheißspiel. Da sind Bob-Bombs übrigens. Genau. Da sind die Bob-Bombs. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, was ich hier gerade mache. Nein. Und das war auch schlecht. Schlecht, schlecht. Boah. Fette Powerblock. Leben! Kannst du auch nochmal hier die Sau rauslassen. Ah, hier müssen wir auf einen ganz weiten Schlüssel finden, glaube ich. Der war irgendwo da. Muss man hier jetzt ganz weit oben hingehen und überall kommen diese Scheigas aus diesen Töpfen raus. Und das war richtig beschissen. Ich erinnere mich. Aber was du hier Power-Ups bekommst, hier alle paar Meter kommt da was. So, hier könntest du jetzt auch warten, bis ganz viele Schallgeister rauskommen und dann Powerblock Ahoi. Sind die noch da? Sind sie. Oh, 15 Leben inzwischen. Ah, nicht schlecht. Na, 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 na. Vorsicht! Vierte Dimension! Du Blöder da oben. Und hoi Daniel. Moinsen. Schöne Sonntag. So, nochmal da hoch. Pilzwert schön, dass wir mal einen Hitpoint mehr haben als nur zwei. Oh, das nächste Advance-Spiel ist dann Mario World. Das kriegen wir ein bisschen besser hin. Gucken, was sie da für Änderungen reingebaut haben. Ich hoffe nicht so viele. Ah, läuft ganz. Läuft ganz. Ja, geht so. Die sind teilweise anstrengend zu steuern, finde ich. Toad vor allem. Oder Luigi. Nein. Ab, Fanto. Was ist jetzt los? Schlüssel.
fast vom Schlüssel erschlagen worden. Jetzt ist... Und nix wie weg. Jetzt den ganzen Weg wieder runter. Ach du schön. Ja, nicht so, dass die Shy Guys jetzt hier noch rauskommen. Weg damit. Ding einsammeln. Ist das dein Ernst hier? Gottes Willen. Spießrutenlauf. Alter. Also leicht ist es nicht gerade für ein Mario-Spiel. Vor allem das Spiel, die Version schon viel schenkt. Da rein. Ach. Die Stromer wieder. Sehr schön. Thank you. Ja, ganz gut geht's. Ich hoffe, ihr auch. Bin noch ein bisschen müde vom Stream heute Nacht. Ging schon ziemlich lang. Bin am Samstagmorgen schon sehr früh aufgestanden. Also ich habe fast 24 Stunden war ich am Stück wach. Was heißt fast? Ich war über 24 Stunden. Ich habe erst um 4 heute Morgen gepennt. Ein bisschen runterkommen musste nach dem Stream. Noch was gegessen. Das heißt, ich war 25 Stunden, 25,5 Stunden am Stück wach. Heute Abend werde ich aber nicht alt. Das ist mal safe. Aber schon mal vorgeübt für den 24-Stunden-Stream jetzt. War schon mal die Generalprobe. Auch so eine Stelle, die ich gehasst habe. Okay, das kann die ganz gut. Ninjis. Oha. Hey. Schön. Das hört auch nicht auf. Langes Level. Ah, nein. Den Effekt finde ich gut, wenn wir diese Dinger berühren. Autsch. Erschreckt man voll. Jumpscare. Lucky. So, da müsste ein Stern kommen. Den nehme ich doch mit. Wenn er herkommt. Gott. Yes. Wir haben schon wieder eine Münze verpasst. Sind denn die versteckt? Oh, der Powerblock war Gold wert hier. Also wäre ich garantiert gestorben. Jumpscares hatten wir gestern nicht wirklich. Ja, teilweise. Einmal hat mich der Para-Braun erschreckt hier, bevor er mich erschlagen hat. Das war einer der wenigen. Ups. Ansonsten war es nicht wirklich gruselig. Aber ganz witzig. Teilweise. Aber auch frustig. Also Devour brauche ich echt nicht mehr. Nie wieder. Was Slaughterhouse interessant fand vom Setting. Aber ich vergaß halt, es ist halt Devour. Devour ist halt... Was ist das denn? Okay, das ist definitiv ein neuer. Robo-Bird, oh! Jesus! Was mache ich denn mit dem jetzt? Schießt der auch was? Boing.
Ach, ich kann ihm was auf den Kopf ziehen. Batterie. Das ist ja witzig. Hey, was macht denn du? Ach so, ich muss am Kopf ziehen, damit der Eier schießt. Das ist ja witzig. Okay, Ideen haben sie. Das ist ja... Ah, das wollte ich gerade nicht einsammeln eigentlich. Die Robokarre. So, ich muss wieder am Kopf ziehen. Reicht das? Ich ziehe ihm den Augapfel raus. Jesus. Nein! Ja, komm, mach. Ich weiß gerade nicht, wie... Nach welchen Kriterien die Eier schießt und warum nicht. Hm. Einmal macht er nicht. Ah ja. Dann wirf... an, Prinzessin. Ja, ist schwer, du. Ha. Gut, mit Toad wäre leicht. Der bullert wenigstens schneller hier. Ah Gott. Ja, falsche Richtung, Fräulein. Das ist eine Mischung aus... Sieht auf dem Kopf sieht's aus wie ein Föhn und unten wie so ein Lego... Lego-Auto. Playmobil. Oh Gott! Der macht auch noch Beben! Toad! Auch Toady. Hat der Mahlzeit eben gesagt? Der sagt Mahlzeit. Wenn man ihn aufruft. Muss ich gleich nochmal checken, ob er das wirklich sagt. Nein! Okay, der ist auch nicht... Mario. Komm schon! Du sollst springen und nicht graben. Toad war gleich. Hey, Mario auch. Luigi könnte hier gut sein. Jetzt schießt er gleich Eier. Komisch. Ja, Mario springt schön hoch. Immerhin, ja, Mario ist, glaube ich, am besten hier. Glaub schon. Ah. Zack. Hoch. Und mal das Power-Up, da war doch noch was. Ja, da war doch was. Here I go. Ich weiß nicht genau, ob ich den am Kopf ziehen muss oder ob der auch so spuckt, seine Eier. Komisches Vieh. Weiß nur, dass er ständig getroffen wird. Ah! Okay, das könnte ja fast schon... Der ist schwerer als der Endboss. Das könnte eigentlich der Endboss von dem Spiel sein. Was ist denn hier los? Fällt denn den ein, hier auf einmal so ein... Verkloppten da reinzunehmen ins Spiel? Na, bleib doch da an dem Ding hängen! Meine Leben! Kann doch wohl nicht sein! Cake? Wollte ich jetzt nicht sammeln. Endlich. Jesus Maria und Josef. Habe ich jetzt zweimal getroffen oder einmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube noch einmal. Nee, nee, ja, nee, doch noch einmal. Einmal noch. Also meistens sind es ja nur drei Treffer hier. Zum Glück. Guck schon. Ich glaube, ich muss springen, indem sein... Blickfeld irgendwie, damit er spuckt. So. Ja, genau. Nicht Pause drücken. Ich komme ja auf den Pauseknopf. Ah. Wie lebt immer noch? Am Arsch. Am Arsch, bitte. Was macht denn der? Eskalationsföhn jetzt. Jetzt spinnt er komplett. Hui, ja. Ey, wenn ich noch einmal auf Pause komme, statt auf Werfen. Riechen Föhn.
War das jetzt schon der fünfte? Gibt's doch nicht. Endboss war das. Der Föhn ist hey. So. No problem. Numi piagi. Ja. Ihn? 4-1. Oh, meine Lieblingswelt kommt. Nee, nee. Luigi war die schlechteste Wahl hier, glaube ich. Aber sowas von. Da hätte ich, glaube ich, jemand anders nehmen sollen. Eine Eiswelt mit dem Seifentyp. Der Zusatz-Challenge kommt jetzt. Da kommt die McFlurry-Gegner. Oh Gott. Ist ja unspielbar. Mit dem. Thanks for the GGs. Oh Gott. Warum ist er noch ein Ding? Komm, geh mal in den Abgrund da. Geh mal in den Abgrund da. Danke. Nicht ich, er! Jetzt nehme ich ihn wieder. Komm, das ziehen wir jetzt durch. Jetzt ziehen wir es mit Luigi durch, das Level. Hoi Fanzocker, servus! Heute mit der Retro. Retro. Muss auch mal wieder sein. Das schreckt mich schon wieder auf, direkt. Nicht, dass es hinterher heißt, nö, wir machen es uns so einfach. Nee, 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 nee. So, wir nehmen jetzt das Riesengemüse mit. Das war klar. Dum, 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 dum. Muss nur aufpassen, dass ich meine... Wobei ich ja mal glaube, dass wir hier ohne Ende Continues haben. Ich weiß noch nicht, wo wir da wieder anfangen. Oh gut, die Welt war eh 4-1. Skerutsche! Wenigstens die 4-1 will ich mit Luigi schaffen. Uiuiui. Ui, ui. Sehr schön. Sehr schön. Nimm das Zeug. Oha. So. Hopp. Nein. Ist das geil zu steuern. Ich find's gut. Ah. Auch kein Casino, ich hab genug Leben. Ha. Warte mal. Drei. Sie haben alle Münzen gefunden sogar. Ho, ho, ho. Super. Alter. Wirklich? Stress? Ah. Irgendwo muss hier noch eine Münze sein. Eine Münz. Der komischen Rolldinger da, die habe ich immer gehasst. Robo-Bomb oder wie die... Autorobot. Weiß nicht mehr, wie die hießen. Autobomb. Ich glaube Autobomb. Da oben ist die Münze, by the way. Und da ist der Tod. Komm, das machen wir jetzt noch mit Luigi. In den ersten Abschnitt schon so gut geschafft. Warum fangen wir jetzt so wenig Energie an?
Nicht so jetzt. Nicht so nett. Ach, weg da. Yay. Nein, nimm. Ich muss einen Anlauf nehmen, damit ich die Münze nehme. Endlich mal alle Münzen. Ein Leben, was wir gleich wieder verlieren werden. So, was haben wir denn da Schönes? Nee. Noch eins. Just what I needed. Da sagst du was. Mhm. Die nehme ich mit raus. Die kann ich gebrauchen. Hui! Nein! Nicht! 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 Wenn ich das jetzt geschafft hätte, oh, das wäre eine Performance jetzt gewesen, du. Weg. Es ist ja gar nichts hier, nur ein Grasbüschel. Yep. Yay, nein! So, da war ein Leben drin. Oh, schlau, das kriegst du auch nur einmal, das Leben. Natürlich. Das kennt man gar nicht, dass Mario-Spiele hier so knallhart sind. Harte Bandagen. So. Wieder. Egal. Nimm das Herz und geschafft. Level. Aber wir haben es gemacht mit Luigi. Aber dann reicht's auch. Ich nehme jetzt die Prinzessin. Das war jetzt das zweite Level überhaupt, wo wir alle Münzen mal eingesammelt haben. Krass. Ich weiß nicht, was das noch macht, wenn wir irgendwann mal jeder... Kriegen wir vielleicht noch irgendein Special... Goodie. Extra Level oder so. Könnte sein. Wow. Nein! Dünn, 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 dünn. Dum, 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 dum. Ui. Nein. Und die Bella ist auch da. Ich grüße dich. Schönen Sonntag. Ui. Oh, der hat Pilz auf dem Schwanz. Ach, guck. Ah, ja. Das ist gut. Just what I needed. Ob du einen Game Boy Advance besitzt. Ich hab zwei, ja. So ein also ein altes Modell und das neue dann. Den. Wie ist der? SP. Einen blauen SP. Der mit Licht. Spiel habe ich ja auch hier. Das kam die Woche sogar erst an.
Ich hatte schon 3 und 4 und 1 und 2 habe ich mir jetzt die Woche noch bei eBay geholt. Jetzt hätte ich noch gern die zwei F-Zero-Spiele, die war auch geil auf dem Game Boy Advance. Und die auch noch demnächst besorgen. Ups. Wir bleiben mal bei Peach. Ins Wasser, weggespritzt. Habe ich schon Peach? Mit ihr ist eigentlich leicht. Vermeintlich leicht. Habe ich mich noch so gefreut auf die Winterwelt. Wenigstens ist das Leben wieder da. Yep. Yay, yeah, the big pow. Ganz besonders in dem Game Boy Advance Spiel zum Start. Schenkt mir nix! Tino schenkt mir mal was. Bau deine eigene Sammlung lieber auf. Dass der Tino mir schon hier Juwelen geschenkt hat. Krass. Demon's Crest war immer noch der Hammer. Das Spiel ist echt nicht billig. Nein! Mir schenkt er nichts. Der Chris braucht einen Bienen. Einen Bienenhut. Muss den Bienenhut schenken. Ein Hurt. Jetzt zwei! Was schlitterst du denn? Blöde Kuh. Hey, ist wieder nice. Oh, das Level heute nochmal schaffen. Sperre jetzt das letzte Level mit Luigi. Was? Okay, Franz, mein Hurt. Die fliegt da nicht. Light ist kaputt. Das Prinzessinnens Kleider ist defekt. Jetzt kann ich das Leben wiederholen. Hätte ich gekonnt, wenn ich auch treffen würde. Geht doch. Yep. Mui. Stern. Nicht wieder hier. Nicht wieder abstürzen. Endlich. Nein. So, hier ist jetzt eigentlich eine Warp Zone, aber ich glaube, ich habe einen Pilz. Ne, ist kein Pilz. Okay, ich gehe natürlich nicht in die Warp Zone. Weil das Level so schön ist. Will ich nicht. Hier wäre der Pilz, glaube ich, gewesen. Ohne Adresse kann ich noch nichts schicken, ja. Chris kommt aus Göppingen bei Nürdingen.
In der Nähe von Reutlingen. Oh, Münzen. Münzen. Muss ich... Nein! Nein! Ja, oder so. Geht auch. Falscher Regel. Jetzt kommt das Ding aber zurück. Oh Gott! Nein! Nein, das brauche ich doch. Hilfe. Oh, Peach, schrei rum. Der Karren. Die Kamera. War früher mal so eine Kamera. Vorsicht, Kamera. Eine Kamerawong. Oh Gott. Warum? Ich muss schon mal hier. All das ist ein Dreck. Habe ich nur diesen blöden Trank schon. Oh. Nein. Ah, ist das schön. Jetzt kommt das Scheißding wieder. Jetzt brauche ich den Stern auch nicht mehr, du Mistspiel. Nimm dieses Herz nicht mit, aber ist die blöd im Kopf. Krieg ich auch langsam hier in Föno. Gibt's doch nicht. Was ist denn mit der Stelle? Die war früher nicht so schwer. Die haben das schwerer gemacht. 100 Pro. Geh weg da oben! So. Komischer Trank ist mir jetzt egal. Wäre nur ein Pilz gewesen. Brauche ich nicht! Oh, die Musik, die macht hier so einen Hall-Effekt. Das ist auch schön gemacht. Cool. Endlich wieder ein ganz normaler Birdo. Jetzt nicht nur in den Abgrund fallen hier. Uah! Oder von der Bombe. Von der Bombe gekillt zu werden. Furchtbar. Luigi. Gott, ein Leben nur noch. Ja, klar. Hm. Nicht. Ach, da ist eine Tür, die siehst du kaum. Ist aber hell. Gerade, wo muss ich hier hin? Geil. Okay, das kenne ich noch. Hey, Weihnachten. Upsa. Warte. So. Warum ist hier kein Pilz? Düm, düm, düm. Ja,
Du blödes Fee. Du Arsch. Du bist ein Sexvieh. Ich erinnere mich an dieses Level. Das war auch sehr, sehr nett. Da rutschen nämlich nicht nur wir, sondern auch die blöden Gegner. Und die sind viel zu schnell unterwegs, vor allem. Oh Gott. Nein, 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 nein. Fuck! Jo. Darf ich nochmal? Save and continue. Jetzt dürfen wir weiterspielen. Ewig gebraucht zu kapieren, dass man über das Ei rüberfliegen muss. Das ist ja ziemlich, nicht besonders offensichtlich anfangs. Denkt man erstmal, hä, muss man hier lang, da lang? Der Pilz hier? Der Pilz hier versteckt. Braucht doch mal ein bisschen mehr Energie hier. Nehmen wir den Birdo kaputt gemacht. Nirgends ging's weiter. Luigi ist ja auch wieder die schlechteste Wahl. Könnte man auch ein Leben einsummen irgendwie. Hm. Schön. Luigi Dance. So, mal zusehen, dass wir die Stelle schnell hinter uns kriegen. Das ist nämlich ganz schlimm. Hier ist die McFlurry-Höhle. McFlurry-Hölle, besser gesagt. Das ist eine Vase. Eine Vase? Die wertvolle Vase aus Boomerang ist das. Oh Gott. Leben. Ernsthaft. Hm. Uiuiuiui, sind die schnell. Heiß scheiß Welt. Die wertvolle Vase vom Edere. Wer hat doch keine Vasen, der Edere. So, ein Klump kommt den nicht ins Haus. Boah. Düm, 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 düm. Alter! Ja, Mamma Mia. Mag ich auch. Urgroßmutter Edere. Ja, hörst mal. Das Blumen vom alten Wimmer da. Alte Wimmer. Hey, das war schön. Das war schön. Thank you. Thank you. Oh Gott. Da, 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 da. Hep, hep, yo. Weiß ich nicht mehr, wo hier was war. No. Nope.
Ach, das. Ja. Oder auf dem Vogel hier weiter reiten. War der Pilz? Ja, ich glaube, der Pilz war irgendwo auf dem Zinn. Aber irgendwie hat man den nicht in der alten Version auch gesehen, wenn man hochgesprungen ist. Ich weiß, hier ist der Bildausschnitt ein anderer. Deswegen wird hier ein bisschen anders gescrollt. Deswegen ist es auch ungewohnt. Teilweise. Uiuiui. Ach, Schlüssel wieder. Bläden, Schlüssel. Fuck. Gibt's da was? Sehr schön. Drei Stück sogar. Wow. Krass, der wird größer, wenn man ihn mit dem Schlüssel beschmeißt. Nee, klar. Glaub nicht. Der ist nur aus dem Bild geflogen. Irgend so ein geiler Effekt. Cool gemacht. Der große Fanto. Eieieiei. Zum Glück wird die Hitbox dadurch nicht größer. Das habe ich mich nämlich eben gerade gefragt. Wäre ja fies. Das wäre infam. So. Oh Gott. Dein Ernst. Da oben ist noch eine Münze. Haben wir sogar alle. Da haben wir noch zum Münzenfinder hier. Neues Popois. Nicht abstürzen. Gibt's da noch was? Ja, Schrott. Schrott. Rinnende Vogel. Oh, jetzt kommt noch ein Boss. Wer war das denn jetzt? Claw Grip, glaube ich. Oder wieder ein neuer. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah nee, Fry Guy war das. I'm too hot to touch. Ach, der war schwer. Aber er konnte schwer sein. Konnte aber auch schnell gehen. Wenn man gut gezielt hat. Ob jetzt? Ja. Uiuiui. Nein! Ei. Die letzte Drecks... Flammenfeuer. Kacke. Das bleibt mal bei ihr. Ich kann das noch am besten. Den habe ich auch Spaß. Genau, das wäre ihm. Der selber geht, aber die Flammen sind schlimm am Schluss. Nein, nimm doch das Herz da oben mit. Bist du blöd? Kinders. Er hat eine coole Stimme. Okay. Zwei. Muss man da auf die eine Seite locken und dann auf die andere Seite gehen. So ging es eigentlich immer ganz gut. Ja, hier gibt es sogar noch Power-Ups. Gab es im Original auch nicht. Okay. Geht kaputt. Wieder die letzte. Und die springt dann auch noch so schnell. Ciao. Anstrengend. Mist. Ich sollte mich mal eher auf die Cherry konzentrieren als auf die 7, weil für die Cherry kriegen wir immer ein Leben. Kogu? Orgel? Und was sniffelt hier?
Cherry! Die Cherry-Tastatur. Cherry ist auch schwer zu kriegen. Immerhin. Zweimal. Thanks for the GG. So, Eis ist vorbei zum Glück. Fünf. Hier, oh, da unten ist wieder ein Pilz. Toll. Schaffe ich das jetzt? Wahrscheinlich gar nicht. Ah. Oh, das ist ja nett. Oh, nee, 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 nee. Da verliere ich 1000 Leben, bevor ich das eine gewinne. Oh Gott. Holz. Das gab's bei Bible Games auch. Das haben die doch kopiert so schlecht. Die Holzdinger am Wasserfall. Ich erinnere mich. Guten Bibelspiele. War ich ein bisschen zu geil auf diese Münze. Das in Level in Welt 4 habe ich in allen drei Levels alle Münzen eingesammelt. Ja, witzig. Sollte man echt nicht machen. Die ist ganz ungünstig platziert. Selbst mit der Prinzessin. Das ist eine Falle. Die blöde Münz. Keine Münzen mehr da. Nein, 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 nein! Immerhin, ich muss die Münze nicht wieder neu einsammeln. Die bleibt ja. Cool. Das heißt, der Tod war nicht ganz umsonst. Ich hätte lieber die Prinzessin genommen. Diesem Scheiß hier. Nein! Was mit den Baumstämmen hier? Warum laufen die so scheiße? Jesus. Oh. Kannst du nur mit ihr spielen? Pilz? Pilz? Oh Gott, da unten. Und pervers. Rage Alarm! Nichts, aber die Münzen alle. Nein! Warum fliegst du nicht, Fräulein? Oh Mann. Weiter so geht, muss ich eine Warp-Zone nehmen hier. Jetzt wären wir heute nicht mehr fertig mit dem Spiel. Oh, du Kackfuck! Ehrlich, war sowas von.
Größte Kackfuck ever! Inge spielt sich die Version anders als die All-Stars-Version. Vielleicht liegt's daran. Und als die NES-Version. Hopp. 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 Nein. Blöder Baumstamm. Höp. Nein, nein, nein. Okay. Nö. Ach so, da oben hätten wir jetzt das freilegen müssen. Damit da ein Pilz runterfällt, ich erinnere mich. Naja. So. Oh. Grüne Birdo, der spuckt ja nur Feuer. Der war ja richtig Mist. Oh Gott. Ciao. Aber easy. Yes. Nach. War wieder schmerzvoll. Ich setz mal ein paar mehr Münzen. Oh, Cake. Oh, Cake. Na, geht doch. Immerhin. Zwei. Fünf. Zwei. Dum, dum, dum. Oh, das war mal skillig hier. Jetzt komme ich auch nicht mehr zur Münze hoch. Das ist vorbei jetzt. Und der Insider ist auch am Start. Yeah. Döner, Pizza, Cider. Hast den Rest noch aufgegessen, hoffentlich. Nichts verkommen lassen. Kann man da runter oder ist da ein Abgrund? Ich wüsste es gern. Sieht aus, als würde es da weitergehen. Ja. Ich traue dem Spiel nicht. Und die Winnie ist auch da. Nope. Servus. Ach so, geht nicht. Also ich muss ich jetzt nochmal spielen, ne? Damit ich das hier schaffe. Oh Gott. Anfang auf den linken Berg von der Münze hüppen. Da bin ich schon leider vorbei. Vielleicht werde ich gleich sterben und muss ich noch mal gucken, ob wir das schaffen. Nee, die musste weg. Was? Nochmal, thank you, hat er eben gesagt. Er sagt auch Mahlzeit. Nein, 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 nein. Schmierseifenspiel. Dum,
Nee, ich glaube, das. Ja, mit der Prinzessin vielleicht hätte ich das geschafft, da hochzukommen. Ich nehme einfach den Käfer hier und fahre nach oben. Das ist nicht hoch genug gewesen. Toll. Würdet ihr zweimal gehen? Danke. Ah, das nehmen wir mit. Yeah, wir haben's. War aber auch schmerzhaft. So. Wie lange habt ihr geschlafen heute? Insider Divini. Auch so kurz. So kurz wie der Chris und ich. Ah, man merkt es aber auch ganz schön hier. Hab ganz schön Defizit. Cool. Halb zwei. Schon mal 5 Stunden mehr als ich. Das ist ein Fuck. Um wir die nächste. Schon manchmal ein bisschen komisch, was der Pilz hier veranstaltet. Nicht schon, nicht nur stimmlich, sondern auch. Wie sagt man, athletisch. Guck mal. Ich bin gespannt, ob Mario World auch so. Ob ich da auch so Probleme habe. Im zweiten Spiel dann. Sonntags, ja, ist die Gewohnheit. Wenn man unter der Woche so früh aufsteht, dann stehst du automatisch sonntags auch sehr früh auf. Nicht ganz so früh wie unter der Woche. Aber. 8.30 Uhr ist schon. Und das ist schon lang für meine Verhältnisse. Oh Gott. Wohl. Ja, das ist ja der ganze Sonntag. Hey. Nein, nein. Habe ich mich gerade selbst, ja, ins Haus manövriert. Ich glaube, wir nehmen mal die Frau. Die Frau Todstuhl. Thank you. Kannst du Leben ercheaten hier. Du blöder Kackkäfer. Weg da. Upp, Sonic, hör auf zu. Durch den ganzen Sonntag wäre für ein Po. Ah, dann schläft man mittags nochmal ein Stündchen. Dann geht das. Wenn ich so lang, dann wäre ich heute Abend nicht müde. Und dann würde ich zu spät pennen und dann wäre ich morgen wieder kaputt. Wenn ich eigentlich wieder früh raus muss. Jeez. Nächste Woche wieder einen Flohmarkt in meiner Nähe unsicher machen. Gee, nice. So, ein Mittagsschlaf ist doch was Erquickendes. Sollte man eigentlich jeden Tag machen. Ah!
Nein! Nein, 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 nein! Was ist denn das für ein Scheiß hier? Kack! Die Uhr ist gestohlen. Frau Rüsselshau, wie man hier heißt. Rüssel oder Rüsselmann, irgendwie. Rüsselmann. Ey, du bist eine Blöde. Blöde! Da ist ein Busch. Da ist ein Busch. Ach. Und das Kleid geschossen hier. Der Sniffit. Sag mal. Runter. Eine Vase. Nee, da ist jetzt nichts drin. Was ist denn da für ein Phallus da rechts? Jesus. Baublock. Vorne stehen. Da passiert ja gar nichts. Nicht mal der Käfer geht von der Liane runter. Eieieiei. Dum di dum di dum. So. Was eine Geburt, du. Nein. Cool. Ach, der Megaman-Abschnitt hier. Das ist voll Megaman, echt. Passt schon. Jesus! Hm. Ja, ist klar. Mit der ja. Man schafft, dass alle auf dem Boden sind. Während man den Powerblock schmeißt, kriegt man ein Leben. Aber da muss man ein gutes Timing hinkriegen. Blödes Ding. Sicher! Immer weiter. Wie nett. Thank you. Ha! Der Blödfisch da! Der Mistfisch. Hier gibt's auch Kackfische. Was ein Scheiß. Komm, buddel ein bisschen schneller. Kann ich... Shut up. Ja, wenigstens ist der weg. Ja, Fudge! Fire! Fuck Fire! Das sieht alles so leicht aus, aber das ist irgendwie fire, schwer fire, zu steuern. Fire! Fire! Fuck Fire! Fuck! Fuck Fire! Fuck! Ass! Shit! Bitch! Cunt! Fuck! Fuck! Ja, am Arsch! Was ein solchen Spiel! Mist, ich hätte mal Toad nehmen sollen. Er kriegt das besser hin. Die Todstuhl ist ein bisschen langsam im Buddeln. Ja, auch mal ein Ei zur Abwechslung? Danke. Da!
Aber am besten auf der Seite hier. Und der Herr Coin versucht mich auch zu sabotieren. Todstuhl. Der Insider hatte gestern Abend Todstuhl. Braucht man dringend Leben hier. Leben. So aber nicht. 2 Advance. Mach doch mal einen richtigen Applaus, nicht so ein spärliches Ding hier. Nino macht immer so einen Mitleidsapplaus. Jesus. Oh, mehr habe ich auch nicht verdient, ich weiß. Na, ah, 1 zu früh. Jesus. Jesus. 7. Fuck, Slots da. Schreitot. 5-3. Oh Gott! Bomben! Bombenviecher! Oh, da kannst du immer wieder Power-Ups, ne, nicht versiegende Quelle von Power-Ups. Das ist cool. Kannst sogar Leben farmen hier, klar. Ist ja geil. Cool. Eine nicht versiegende Quelle von Extra-Leben. Oh, hier bleibe ich jetzt die nächsten 10 Minuten. Ha! Wollen wir nicht mehr ins Casino gehen hier. Dass ich hier auf 99 Levels hoch dingsen kann. Ist ja geil. Das gab's halt auch nicht in der Originalversion, ne? Bleib einfach auf dem Ding drauf. Was hat das mit Mitleid zu tun? Das ist ein Mitleidsapplaus. So einer. Das ist der sogenannte Slow Clap Applaus. Der richtige geht mit Applaus. Ausrufezeichen Applaus. Mr. Krabs kommt jetzt auch noch. Deswegen brauche ich viele Leben jetzt. So geht das. War das so geplant von den Entwicklern, dass man das holen kann hier? Glaub schon. Denk mal schon. Das war der Nine. So, ich denke mal 41 reichen. Das sollte ich diese Welt zumindest mitschaffen. Mahlzeit. Oh Gott! Wollt die Herzen einsammeln. Mahlzeit! Hallo? Ich hab doch ein Schild über meinem Kopf. Warum stirbst du in dem Spiel trotzdem? Oh,
auch sehr unfair für ein Mario-Spiel. Sabotage pur. Okay, scheiß auf die Leben. Sind wir zu, dass wir hier weiterkommen. Schon 6:30. Oh Gott. Wo ist der Stern? Da ist der Stern. Die spinnt mit die Stern. Denkt da nichts, die spinnt mit die Stern. Oh, Time Stopper. Der blöde Toad. Okay, das ist... Ach, so eine Stelle, die ich gehasst habe. Oh. Leben die noch? Ja, die kommen wieder. Wow. Warte mal. Geht doch auch was hier. Oh Gott. Super. Oh, die Quelle ist versiegt. Na doll. Na hin! Sieht echt aus, als hätte ich das heute zum ersten Mal gespielt. Es steuert sich irgendwie gefühlt komplett anders als auf dem Super Nintendo und auf dem NES. Und ist auch irgendwie so, so hibbelig. Ich weiß nicht. Ganz komisch. Nicht so original. Ist ein Sabotagespiel. Komm her. Na also, endlich. Meine Fresse. Wieder kein Pilz. Bomb. Nein, das ist nicht gut. Gar nicht gut. So. Hey. Hey, hey. Nein, nein, nein. Das setzt der mich wieder raus. Gut, dass ich so viel Leben hab. Schnell runter. Hm. Here I go again. Gott. Nein! Wo kommt denn der? Ach so, da oben ist ja so ein Topf. So ein Shy Guy Quellentopf. Wow.
Und wieder eine Gewicht bekommen. Die Elektrokäfer. Nein! Jetzt kommt er. Jetzt kommt der Blaublock. Da könnten wir jetzt auch warten hier, dass die ganzen Schallgeister hier unten sind. Dann machen wir hier mal Alarm. Falls noch mehr kommen überhaupt. Kommen gar nicht mehr. Toll. Hallo? Hallo? Ich werde... Gott, der zerquetscht mich. Hilfe! Das Spiel ist ein bisschen kaputt. Du! Ey, das ist schon echt fies teilweise. Ich könnte meinen, das wäre so ein Hack. So sadistische Typen hier programmiert haben. Wollen wir hier nicht rutschen? Nee. Rutschmöglichkeit gibt's in dem Spiel gar nicht. Schade. Lass los. Danke. Und hoi Wurstwasser! Servus! Alles fit? Erstmal gebeugt. Choose a player. Na? Mhm. Ey, das ist ein Mist. Wo kommen diese Bomben eigentlich her? Alles fit, jo. Außer ein bisschen wenig Skill heute. Heute ist gut, ne? Aber schieb's mal drauf, dass ich heute ein bisschen müde bin. Das ist ein Level, das hat irgendein Sadist gemacht, glaube ich. Nächste. Warte mal. Ja. Hat überlegt, noch da draußen einen Power abzuholen. Aber da gibt es, glaube ich, gar nichts. Was ist das jetzt hier? Och Mann, das Spiel ist so ein mieser Möb hier. Hat 40 Leben gerade. So, den nehme ich mit. Nee, ich nehme den nicht mit. Ich mache die erstmal kaputt. Oh, ein Leben hat sogar gegeben. Immerhin. 3 Tage Woche auch noch. Gibt immer Leute, die haben noch ein bisschen mehr Luxus als man selbst, ne? Ich habe eine 4 Tage Woche. Die meisten eigentlich. Und die Woche drauf sogar eine 5 Tage Woche. Mann, Mann, Mann. Naja. Du kackiger
Toad. Ich krieg eine Aggression gegenüber Toad hier. Aber wir müssen ihn nehmen, weil er ist am besten hier für das Level. Die anderen sind auch noch schlimmer. Grün Donnerstag bei euch auftauche, zeigen wir eure Marktleiter einen Vogel. Alle denken ja, ihr hättet zugemacht, eure Firma, ne? Habe ich ja jetzt. Man liest so, oh. Wrigley's ist irgendwie hat zugemacht. Ist ja gar nicht so. Die stellen nur keine Reifen mehr her. Kaugummi-mäßig. Diese Dragees gibt's ja noch. Wow. Wow. Die Pest, das Level. Die Streifen wurden eingestellt, das ist alles. Aber es gibt kein Spearmint mehr, das gab es ja nie als Dragee. Aber das andere, diese Wrigley's Extra, das gibt es ja alles noch. Die Leute denken alle, oh, gibt kein Wrigley's mehr. Nein! Vorsicht, jetzt kommt die Bombe da oben runter. Ja. Hey! Was ein Mistlevel. Ich hasse es. Ist das Original? Ja, das ist die Game Boy Advance Version. Man denkt eigentlich, die wäre leichter. Aber irgendwie steuert sie es anders. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Obwohl, das Level hier war ja eigentlich schon immer scheiße. Wow, der Käfer. Er kommt. Der Käfer kommt. Yes. Das war doch mal schön. Hey, ist klar. Ja, die ist schon ganz cool, die Version. Das stimmt. Sieht auch schöner aus. Sprachausgabe ist ein bisschen anstrengend teilweise. Vor allem, wenn wir Toad spielen. Oh Gott! So. Ja, Hauptsache das Ding ist weg. Sehr schön. So. Nein. Bin nicht mehr. Mahlzeit! Der Feinkostkäfer. Beste Alphons Schubeck, Nudelwasser, Gewürzsalz. Beste Produkt. Nein! Thank you. Thank you. Nein!
Knastmürze. Yes, das. Er zielt aber auch gut, oh, mein lieber Mann. Jesus. So, nächste. Schnell. Hoch. Gut so. Kommt wahrscheinlich noch ein dritter. Nee, kommt nicht. Alter, was ist hier los? Ah ja. Der fliegende Teppich. Nein, 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 nein. Oh, ist das ein Mist. Gut, dass ich so viel Leben vorhin gecheatet habe. Ne? War ja kein Cheat eigentlich. Eher ein legaler Trick. Ein offiziellen Trick. Ah ja. Gehen wir direkt mal nach oben. 41. Ich habe ja gesagt, für dieses Level könnte es reichen. Wow, guck mal hier. Der Trick, den machen Speedrunner immer. Die machen es nur ein bisschen besser. Der Speed-Teppich. Oha. Das wird jetzt schwer. Gut, dass ich tot habe. Mann, der schießt auch deutlich mehr Feuer als in der NES-Version der rote Börde. Yay! Yeah. Schafft. Zumindest bis zum richtigen Boss. Bu, bu, bu. Ah, Clawgreep! Bisschen kleiner, aber der wird gleich wachsen, denke ich. Gibt's einen Zusatzboss? Es gab vorhin diesen Robo-Birdo. Der war schon heftig. Und hier ist auch wieder irgendein. You make a tasty treat. Ha, ha, ha! Choose a Mahlzeit! Wenn man einmal hört, dass der Mahlzeit sagt, hört man es immer. Oh Gott, das will. Wollte man Dings einsammeln. Der zielt aber auch saugut, du. Oh. Eine Krabbe. Scheiß Lego. Mein Cousin kann in diesem komischen einarmigen aussehen, wann die Kirsche kommt und auch richtig drücken. Das schaffe ich bei der SNES-Version auch meistens. Aber hier ist das irgendwie, die drehen sich ein bisschen anders. Man muss ein bisschen früher drücken. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, ist klar. Au, 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 au. Ja, da schmeißt das ein paar Mal oben lang. Ja. Gar nicht so schwer eigentlich. Ah! Dieser Scheiß. Fünf Treffer will der haben. Dein Ernst? Geh! Nein! Das war knapp! Kinas, Kinas. Ach, das ist ein Kack. Endlich!
Dankeschön. Jawohl. Probier's nochmal. Nee, das war nix. Nee, es ist das Leichte. 7. Das war zu spät. Ja, geht doch. Wollen wir eigentlich die Kirsche haben hier? Ah, immerhin eine. Ja, muss ein bisschen üben hier den. Geht den ein bisschen anders. Nee. Sechs, eins. Wieder der Pyramidenwelt. Oh Gott. Ja, das hat's jetzt gebracht. Pokey, pokey, schmokey. Ach, wie ich diese Schlangen liebe. Gibt's da was? Hier ist ja meistens was Nützliches in den Röhren drin. In den komischen Vasen hier. Upsala. Jesus. Nein. Ja, wieder. Ich ihn hasse. Yay. Oh, Frau. Ach. Ich glaube, hier war es, ne? Ne, hier war es nicht. Aber immerhin. Nein! Gottes Willen. Hilfe! Ach, das ist jetzt toll. Ja, neben ist nett. Jetzt natürlich. Hier war's. Oh, mit der Prinzessin auch noch. Mit der lahmarschigen. Obwohl, es geht. Im Sand ist er noch relativ fix. Die Sandbuddelfrau. Schlangen bleiben wenigstens auch weg. Weg da, Fanto. Doppeltür. So. Nächste komische Bürde. Ja, sicher. Alter. Mach mal langsam. Muss ich erstmal hier wach werden. Hui! Ciao. Der Trick, erstmal Stellen zu finden, wo die meisten Münzen sind und wenn die aufgebraucht sind, dann Pilze einsammeln. Na, zu früh.
Einmal hat er schon die dreifach 7. Immerhin ein heute. Wie hört der sich an? Denn die Stimmen sind geil. Die sind episch hier. Luigi sein auch. Mama mia. Mama mia. 6-2. Wow. Das ist wieder so ein komischer Auswahlblock. Stern. Naja. Warum nicht? Ach, das war auch so ein ganz besonderes Level hier. Fand ich richtig nice. Das wird doch eh nix. What? Wie hab ich das geschafft? Die wäre narrisch. It's a bedroom. Thank you, no problem, oh Gott. Gar nicht mal übel, du. So, nehmen wir den. Mit dem funktioniert's. Ja, nee, Biene Majas, komm. Mit der Zweizack-Gabel. Nicht auf den anderen, bist du blöd? Jetzt sammle ich auch noch die Münzen ein. Ich hab doch nicht mehr alle an der Murmel hier. Man darf ja auch mal Skill beweisen, wenn man den ganzen Stream nichts anderes immer das Gegenteil macht, ne? Ich glaube, ich hatte einfach nur Glück hier. Ah, geil. Aber nice. So. Komm doch her. Ist gut mit dem Schall, geil. Ganzen Power-Ups immer. Eigentlich war bei Mario Maker 2 geplant, dass man aus Super Mario 2 Sachen beibringen kann. Es wurde gecancelt. So, wir haben es bald geschafft. Bald, bald, bald. Da links gibt es irgendwie so eine Abkürzung. Kann man unter dem Sand durchdingsen. Nehme ich aber. Alter! Raus! Gras! Hopp, Hoki! Hast du Spinnen jetzt hier? Oh, bist du... Blöder. Da hättest du eine rote Flasche, ich weiß nicht, wo das ganze Gemüse ist. Weiß ich nicht, ich will ja den Pilz haben. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist nicht immer da, wo das Gemüse ist. War nur ein Gemüse eben. Uppa. Problem ist, man kann nicht mit der Flasche runter. Man kann, glaube ich, nicht die Liane wieder runter mit dem Pilz. Ne? Oder geht das? Nee, geht ja nicht. Ich komme nicht mehr runter. Toll. Komm raus! Komm raus!
Oh, das ist auch so rutschig hier alles. Ui. War mir eigentlich klar, dass das nicht gut gehen kann. Toll. Ist das dein Ernst jetzt, Spiel? Wir haben nicht so eine Sprengkraft irgendwie. Diese Bomben hier. Schrottbomben. Endlich. Schmeiß doch das mal gescheit. Wieder nicht. Pilz kannst du immer holen, die Flasche ist immer da. Ja, aber das Gemüse war ja die Leiter runter. Ich kann ja nicht mit der Flasche nach die Leiter runter. Das war das Problem. Das geht ja nicht. Was? So, da runter. Hm. 18 Leben sind ja noch okay. Könnte man sogar schaffen. Aber nicht so. Brauche ich nicht. Ich schon die erste verpasst? Wie viel Tode ich schon gestorben bin, nur wegen diesen blöden Münzen da. Die A-Münzen. Dieses Geschrei ist halt ein japanisches Spiel. Das Spiel ist sehr, sehr quasselfreudig, ja. Leider. Das ist auch wieder so ein Mega Man-Abschnitt hier. Könnte aus Mega Man-Spiel sein. Ups. Gibt's? Oh! Blöder Schallgeil wieder hier. Gibt es auch eine japanische Sprachausgabe? Ich glaube nicht. Ich glaube, Mario redet immer Englisch. Mario kann ja gefühlt eh nur vier Sätze sagen. It's a me. Lucky. Just what I needed. Oder Mama Mia. Genau, das ist Marios Sprachschatz. So. Kann ich auch? Nein! Nein. Redet doch von Nudelgerichten, wenn er bei Mario 64 schläft. Echt? Das weiß ich gar nicht.
Das habe ich nie gespielt. Hat mich nie interessiert, Mario 64. Oh Gott. Aber ich sollte einen anderen Kollegen hier nehmen. Boah, egal. Nächster Mauser. Oh, ja, sehr gut. Boing. Mauserman. Volltreffer. Ah, nein. Nein. Scheiße. Kackbomben. Adidiki. Yay. Miau. Beim Original Welt 6 nicht nochmal der Schlangenboss. Ich glaube. Ist nicht mehr. Gab ja in Doki Doki Panic, gab es ja einen weißen Mauser statt der Schlange. Es kann sein, dass sie, vielleicht haben sie das hier genau so gemacht. Wer weiß. No problem. No problem. Irgendwo gibt's einen bei Doki Doki gibt's einen zusätzlichen Mauser, wo sie bei Mario 2 auf dem NES dann durch die Schlange? Nee, durch Claw Grip ersetzt haben. Genau, ich glaub die Krabbe ist in Doki Doki nicht drin. Stattdessen ist da ein weißer Mauser. Letzte Welt. Gehen wir's an hier. Ha! Gleich gehen wir's an. Die Krabbe. Die Krabs. Loki. Habe ich mir schon gedacht. Nehmen wir doch das erstmal mit hier. Wow, wow, wow. Tschüss. Krieg ich immer noch keinen Stern hier. Der wäre mal sehr praktisch in dem Abschnitt. Sicher. Jetzt kommt einer. Dankeschön. Dün, 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 dün. Oh no. Da nehme ich doch mal das Herz mit. Ja, da war wieder ein Stromer. Ein Stromer. Uiuiui. Ach Gott, da muss ich was bauen jetzt. Ha! Ja, mit Prinzessin kannst du das schon mal vergessen. Die buddelt zu langsam. Gut. Was ist denn da oben für ein Typ unterwegs? Ich sehe ja nichts. Irgendwie versteckt der Bildausschnitt. Wie unfair. Da ist extra ein Item. Wenn du da hinspringen willst, wirst du von einem gestromt. Da wieder.
ein Sackspiel. Geh an die Leiter, du Arsch. Der ist das. Ich glaube, Advanced 3 werde ich überspringen. Das war früher in einem Bildschirm. Das heißt, du konntest unten sehen, wenn einer kommt. Das haben sie hier scheiße gelöst mit dem Scrolling. Das geht ja gar nicht. Wie sind die bescheuert? Eigentlich muss ich die killen, die Viecher. Witcher 3 in alle DLCs durchzuhaben, werde ich auch mal wieder Retro zocken. Überleg dir es gut, es ist sehr frustrierend. Ja, wenn wir nächstes Mal auf Advance 2 gespannt mit Mario World. Da genauso abkack wie hier. Ey, sag mal, was ist los? Und WB Tino? So, die müssen wir auf jeden Fall kaputt machen, sonst haben wir ja keine Chance, weil wir nicht sehen, wo die rumgurken hier. Alter. So, danke sehr. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Das haben wir noch mitgenommen. Geh weg. Geh weg. Kurzen Prozess. Endlich, letzter Level! Gender Dino, ja, genau. Das stimmt. Heute würde man sagen, ja, Birdo ist divers. Das stimmt. Das ist so. Das stand ja schon in der originalen Anleitung sogar drin. Dankeschön. Wie ist das? Macht auch schon den Mitleidsapplaus hier, der Kohl. Jesus. Autsch. Nintendo hat's schon in den 80ern gewusst, ja. Ich will das doch mal mitnehmen.
Geht das auf den... Nee. Endlich. Und die tolle Stelle hier. Wow. Das gelingt mir jetzt plötzlich. Hat mies mit dem, dass du hier nicht denselben Bildausschnitt hast wie auf dem Original. Das macht's echt schwierig. Alter! Der Mega Man Meister! Der Kroll muss mal wieder Mega Man hier. Mega Man 2 Plasma Only spielen. Ja. Really? Oh Gott! Danke! Ja. Ich wusste, in einem ist eine Bombe. Ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts gewesen ist. Jetzt weiß ich Bescheid. Endlich mal ein Pilz. Hab's nicht geschafft, weil ich es auf schwer Buster Only wollte und bin am Refight gegen Crashman gescheitert. Eieiei. Der Crashman ist nicht einfach. Einfachste ist eigentlich Metalman. Princess Peach für den Nintendo DS. Super Princess Peach. Wow. Du Arsch. Thank you. Uiuiui. Ja, sicher. Bleib bloß da oben, du. Alter. Geh. Boah, dieses Scrolling. Das ist schon scheiße gemacht hier am GBA. Muss ich leider sagen. Dieses hoch und runter. Hoch und... Kannst du nicht spielen? Das war ein bisschen dumm. Here I go! I'm the Princess Peach. Okay. Boah, das ist eine Kackstelle hier. Ich hab gerade den Powerblock und die leben noch. Okay. Castlevania-Hintergrund. Ja, ein bisschen. Und Castlevania hat einen schöneren Hintergrund. Muss ich schon sagen. So. Da ist dazwischen. Vision Birdo. Oh, mit Prinzessin auch noch. Switch auf Mario. Komm, Mario soll das Ding zu Ende bringen hier. Der Einzige, der es schafft. Die anderen sind alle Schrott.
Nein. Nein. Ja, müssen wir mal. Feuer, Feuer. Da schießt der Straße nur Feuer hier. Guck mal. Ja. Schieß mal Eier, Junge. Sind die Eierpreise so hoch oder was? Warum bist du so sparsam hier? Wie wir hier an der Wand stehen, da ist es leichter. Viel leichter. Eier für Ostere. Der Freilandhaltungs-Bio-Öko-Eier. Ja, komm, mach. Toll. Boah, am Arsch. Und echt schwer. Oh. GG. Nehmen wir das mal mit hier, ne? Und das auch. Ich hab's geahnt, der Schlüssel ist weg. Ich dachte eigentlich, Nintendo kann das programmieren, dass er nicht wegspawnt, aber nee. Ich glaube, die haben es sogar absichtlich gemacht. Hat der gerade You Can F mitge. Glaube nicht. Das ist doch nicht familienfreundlich. Das wird Nintendo doch nie machen. Zumindest nicht offiziell. Yay! Der Vogeltor eskaliert auch noch. Jesus. Yes! And boss time. Thank you. The Great Wart. Der große Wart. Na, wart mal ab. Hier. Oh. Shit. Was? Ja, mit dem Gemüse. Wart. Der hat auch Blähungen, siehst du schon hier. Aber bei ihm kommt es da vorne raus. Was sagt er immer, wenn ich ihn treffe? I don't know. Gemüse! Sammelt's Gemüse ein, Junge! Der schönen Kohlrabi! Aber timingmäßig sind wir gut unterwegs hier. Wie lange Arkus braucht für das Spiel? Gut, der spielt ja auch nicht
spielt ja die NES-Version. Die spielt sich ja viel besser als das hier. Burp. Ah, zu früh. Gee. I'm the Great Ward. Oh, ist das dein Ernst? Nein. Ich hoffe, wir dürfen hier weitermachen. Oh nein, ich kotze ins Essen! Meine Leben! Sag doch was, dass ich kein Leben mehr hatte. Ich hab das gar nicht gesehen. Junge. Am Arschspiel. Wird sich leben. Chanté. Oh, Chanté. Das ging sehr schnell mit den 40 Leben, hm? Wenigstens können wir von 7-2 weitermachen. Ja, du mir auch. Du, 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 du. Choose an A-Hole. Ehrlich du. Wow, zum zweiten Mal da durchgekommen. Alter, spring! Nein. Ja, das war wirklich sogar der richtigen Seite. Ich hasse nichts mehr als diese Dinger. Die sind so schlimm. Und dann der kaputte Bildausschnitt vom GBA noch. Choose a player. Schon wieder mein letztes Leben. Ha! Du sollst nicht an das Ding klettern, du sollst laufen, du blöder dummer Klempner. Glaube nicht. Mann. Was gibt's denn da eigentlich? Ein Power-Up. Ukio. Schildkrötenpanzertrick. Der ging vorhin. In Level 6 irgendwas konnte man Leben farmen wie blöd. Da konnte man Leben farmen wie blöd. Ich sag nur 40 reicht. Ja? Ich sag nur 40 Leben reicht. Naja. Okay.
Das hätte mich auch gewundert, wenn das gut gegangen wäre jetzt. Ja, da sind wir sogar safe. An der Stelle. Nein! Nimm mal die Bombe zuerst. Ah, wie ein Sch... Here I go again. Entsterb gleich. Ja. Hm. Das ist so mies, die Stelle. Die ist so asozial. Ja, wär's. Konzentration. Aufpassen. Ich glaube, aufpassen. Ah. Klar. Pass auf, du Arschloch! Genau. Das ist ja eh nur eine Münze. Warum mache ich eigentlich den Scheiß da am Anfang? So. Jetzt müssen wir das mit dem letzten Leben schaffen. Haha, guter Witz. Da schaffen wir es sogar. Der schwerste Teil des Levels ist zumindest geschafft. Der vermeintlich schwerste. Oh Gott. Ja. Außer der Kackfacker noch. Game over! Und eine Hingabe ans Produkt? Den habe ich nicht. Den gibt's hier nicht. Aber könnte man mal einführen hier. Hm. Traum. Hättest du die 40 Leben noch gehabt, wenn du den Safe genommen hättest? Nee, nee, nee. Die Leben speichert er, glaube ich, nicht. Würde mich sehr wundern. Immer so Standard, wird das wieder zurückgesetzt auf 5. Das war schon bei der All-Stars-Version so, leider. Wie schön. Chris hatte Hingabe ans Produkt, ja. Richtig. Das brauche ich diesmal nicht. Bin ja noch groß. Wow. Diesmal machen wir das einmal richtig mit System hier. Unfassbar. Das noch selbst erleben darf. Hopp. Hopp. Hab gehört, Insider will das auch im 24-Stunden-Streamer spielen, aber nur mit Luigi. Hab lieber würde er noch mal so eine Pizza essen wie gestern. Darf ich mal kotzen? Gepflegt. Welches Super Mario Spiel in diesem Look gefällt dir am besten und für welches System?
Weiß nicht. Eigentlich mag ich Mario 3 und World am liebsten. Vor allem die All-Stars-Version von Mario 3 ist extrem nice. Bin mal gespannt, wie die GBA-Version sich so schlägt. Das kommt ja dann in Advance 4. Alter! Ich werde schon wieder vom Schlüssel hier. Kaputt. Schon kaputt teilweise. So, weg damit. Schlüssel nehme ich diesmal mit. Ah, jetzt habe ich allen Ernstes nur 2 Herzen. Das ist nicht viel. Naja. So. Thank you, very Squatch. Ich weiß gar nicht, wie viele Treffer der braucht. Also, ich glaube, mehr als 5. 7, glaube ich, waren es. Oder 7 oder 8. Bin nicht mehr sicher. Alter! Warum? Schmeiß ich das dann immer dagegen? Dass sich das auflöst. Ah! Sportgemüse. So. Ja, der Laser, das weg mit seinen Sodbrennen. Ha! Manchmal. Mario Bros. 3, es ist ja schon eins der geilsten Spiele ever. Muss man schon sagen. Da stimmt eigentlich fast alles. Ja. Yes! We got it! We got it! No problem for me. Yay. Passt zeitlich, stimmt. Passt perfekt. Fast perfekt. Peach habe ich am meisten. Ja, Luigi nur 3. Aber trotzdem sehr ausgeglichen, mit denen ich die Levels gespielt habe, ne? Das schon. Thanks for the GGs. So, Mario macht jetzt das, was ich auch bald machen werde. So eine Mütze hätte ich gern. So, Mutz. Dankeschön. Danke, 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 danke. Gemüse essen ist eigentlich gut, wenn man nicht so viel Sodbrennen haben will. Kommt aufs Gemüse an. Würde ich sagen. Ich werde heute auch bei Zeit pennen gehen. Besser, ja. Alt werde ich heute auch nicht mehr. Gönnen wir jetzt noch einen kleinen, weiß ich, kleinen Mini-Imbiss. Dem Super Nintendo spiele ich am liebsten All-Stars. Oh, All-Stars. All-Stars und World. Mario World. Ich könnte da keins von den beiden favorisieren, weil die eigentlich beide gleich geil sind. World ist vielleicht ein bisschen zu einfach.
Mario 3 hat genau den richtigen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Kommt drauf an, wie viel Kilo Gemüse, ja? Und welches? Okay, Pokey Smokey. Ich habe übrigens für den 24-Stunden-Stream auch ein Mario Osterheck gefunden. Habe ich letztens ja schon mal kurz erwähnt. Gibt es ja so gut wie gar keinen. Es gibt zwei Stück und einer hat nur einen Ausgang. Den habe ich dann nicht genommen. Und es gibt einen mit ein paar, ich glaube 15 Ausgängen. Das Roberto ist neu. Den werden wir mal spielen am Sonntag nächste Woche. Easter Hack. The End. This is the end. Sehr schön. Ja, das war Mario Advance 1 von 2001. Und dann bei heute in zwei Wochen spielen wir dann den zweiten. Wo sie Super Mario World verwurstelt haben. Ich bin ja mal gespannt, ob das genauso schwer wird. Ich weiß es nicht. Optisch sieht es ja ziemlich gleich aus. Aber ob es sich so steuert, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Weiß es nicht. Morgen gibt's dann wieder Vision Horror mit Evil Within 2. So 16 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen früher oder ein paar Minuten später. So ungefähr 16 Uhr sind wir da. Alles ist Gift, die Menge, genau. Die Dosis macht's. Der Paracelsus hat's schon gesagt. Mario Kart. Mario Kart. Das wollten wir mal irgendwie auf dieser SNES-Party-Seite mal versuchen zusammenzuzocken. Mario Kart. Ihr könnt aber Turtles spielen, Turtles in Time. Wäre mal interessant. Naja, bin mal gespannt. So, dann gebe ich euch noch ein Raid zum Paternoster. Zum Paternoster, der spielt Sega Mega Drive Spiele. Das ist doch auch was Nettes. Also geht der Retro weiter. Viel Spaß dabei. Und wenn ihr mögt, bis morgen. Schönen Start in die neue Woche. Ciao, ciao.